So, damit ein herzliches Glück auf zur Pressekonferenz nach dem Spiel FC Erzgebirge Aue gegen den VfR Aalen. Der dritte Spieltag parallel zu uns gab es diese Spiele. Sandhausen gegen Cottbus 2:2 und St. Pauli unterliegt Arminia Bielefeld mit 0:1. Derselbe Spielstand stand hier zum Schluss auf der Anzeigetafel. Die Trainer beider Mannschaften sind bei uns. Und zuerst hat natürlich der Gästetrainer das Wort, Stefan Rothenbeck. Bitte schön. Ja, ich glaube, dass wir von Beginn an im Spiel gewesen sind. Es war so, dass wir auch schon in der ersten Halbzeit ein paar gute Möglichkeiten gehabt haben. Wir haben im Spiel ein bisschen umstellen müssen aufgrund des Pressing-Verhaltens von uns. Wir haben zuerst im 4-1-4-1 versucht zu pressen, haben aber nicht so den richtigen Zugriff dann gehabt auf die Innenverteidiger und standen auch nicht ganz so kompakt. Im 4-4-2 dann ist es uns besser gelungen. Und dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann glaube ich, haben wir dann auch da die Kontrolle im Spiel gehabt und auch die ein oder andere Möglichkeit gehabt. Zweite Halbzeit dann haben wir dann 20 Minuten lang Probleme gehabt. Wir haben Zweikämpfe nicht mehr so gewonnen wie noch in der ersten Halbzeit. Und da hatte der Gegner auch zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt. Dann kann sowas dann auch wieder nach hinten losgehen. Aber so ab der 65. Minute, denke ich mal, so, da haben wir dann ein Konterspiel dann da gezeigt, also vom Allerfeinsten. Also wir haben da eine Vielzahl an Tormöglichkeiten gehabt und hätten das Spiel eigentlich schon viel, viel früher entscheiden müssen. Ich glaube, heute haben wir auch gesehen, dass die Mannschaft einen guten Fitnessstand hat. Also wir konnten auch noch in der 85., in der 88. noch lange Sprints gehen und ja, im Endeffekt, denke ich mal, auf 90 Minuten gesehen hochverdient. Wie gesagt, in den 20 Minuten kann auch dann was in die Hose gehen, ist aber nicht passiert. Und ja, der Sieg, glaube ich, geht so in Ordnung. Dankeschön. Dankeschön, Stefan Rothenbeck. Das war Ihr Blick aufs Spiel. Der von Falco Götz, der fällt wie aus? Ja, erstmal Glückwunsch an Aalen. Also ich muss mich anschließen, ich denke schon, dass man zugeben muss, dass der Sieg der Aalener hier verdient war. Uns ist heute nicht gelungen, das gute Spiel der Aalener zu unterbinden. Wir haben zwar versucht, von Anfang an den Gegner zu stellen, den Gegner zu pressen, aber wir sind irgendwie nie richtig rangekommen an den Mann. Die Aalener hatten immer eine Lösung, sich rauszuspielen aus engen Situationen. Wir sind teilweise nicht vorwärts gegangen, wir sind zurückgegangen. Umso mehr die Aalener eben auch den einen oder anderen Konter gesetzt haben. Wir wurden ängstlicher und es ist richtig, dass wir zur Halbzeit sicherlich auch verdient zurücklagen. Wir haben versucht, in der Halbzeit schon so ein bisschen umzustellen. Wir haben versucht, ich sag mal, auch die Mannschaft nochmal an ihr Ehrgefühl zu erinnern, dass man einfach noch leidenschaftlicher gegenhalten muss, dass man einfach auch nach vorne etwas mutiger spielen muss. Ich denke, in den ersten 20 Minuten hat man das auch gesehen. Aber uns ist es halt nicht gelungen, aus den Möglichkeiten dann einfach ein Erfolgserlebnis zu machen, wo wir auch vom Resultat wieder was zu verteidigen haben. Aber ja, und Mitte der Halbzeit ist es sicherlich so, dass der Glaube auch irgendwo abhanden gekommen ist. Die Aalener haben dann den einen oder anderen Konter gesetzt und ich denke, dass Kirstein heute wirklich gezeigt hat, was er für ein ausgezeichneter Torwart ist, indem er wirklich eine Vielzahl von Chancen dann noch vereitelt hat, die zur Vorentscheidung hätten führen können. Also zum Ende raus sind wir mit dem 1:0 sicherlich auch gut bedient gewesen. Was ich nicht so gut fand, ich war in der Halbzeit zum zweiten Mal jetzt gezwungen, innerhalb von kurzer Zeit Solomon Okoronkwo rauszunehmen und ich glaube, dass er es unheimlich schwer hat heutzutage hier mit Schiedsrichtern. Ich habe mir mehrfach jetzt sagen lassen, dass die Situation, die zu seiner gelben Karte kommt, immer wieder eben auch nicht wirklich so sind, dass man da eine Karte geben muss. Aber am Ende des Tages weiß ich nicht, ob es wirklich nur am Spieler liegt mit seinem aggressiven Auftreten. Das soll er haben. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so war, dass der Spieler eben kurz vor der roten Karte sein musste. Also da habe ich langsam das Gefühl, dass da wirklich hinprovoziert wird, dass da auch der eine oder andere Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl für seine Spielweise haben sollte. Weil es kann nicht sein, dass er jedes Mal in der Halbzeit dann raus muss. Also wie gesagt, vielleicht sehe ich das als Trainer jetzt für meinen Spieler schützend zu eng, aber ich habe das Gefühl, dass da jetzt schon mehrfach eben
Situationen härter bewertet sind, wurden, als sie eigentlich sind. Dankeschön. Dankeschön, Falko Götz. Das Mikro für Fragen steht bereit und die erste Frage stellt Kiel Riedel von der Freien Presse. Herr Götz, Sie haben gesagt, dass der Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit der Glaube abhanden gekommen ist. Was kann man dagegen tun? Also es steht 0-1 mit einem Tor, kann das Spiel kippen. Da darf doch in einer Profimannschaft nicht der Glaube abhanden kommen. Sollte eigentlich nicht, aber ich sag mal, Fußball besteht auch daraus, dass man seine Situation erarbeitet über Selbstvertrauen. Und wenn du einen Konter nach dem anderen kriegst, rutscht dir dann auch schon mal das Herz in die Hose. Und das hat dann auch mit Qualität zu tun, ob wir auf dem Platz 4-5 Leute haben, die so eine Geschichte wieder anschieben, oder ob wir dann hingehen und sagen, wir wollen nur noch das 0-1 zu sichern. Und ich hatte heute nicht das Gefühl, und das ist das, was ich gemeint habe, dass wir wirklich da auf dem Platz, ich sag mal, Leute finden, die sich wirklich dagegen stemmen können, weil einfach auch die Ahlener von der Qualität her uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Weitere Fragen? Bitte ganz kurz Name und Redaktion dazu. Schwäbische Post, Röhrig. Herr Rutenbeck, ihr hattet eine Vielzahl an Chancen, das ist richtig. Es hat Marcel Reichwein das Tor gemacht. Wie wichtig war es, dass ausgerechnet der Marcel war, der das Tor gemacht hat? Ihm wurde ja in der Vergangenheit des Öfteren angeleistet, dass er eben keine Tore schießt. Was ein bedeutendes Tor auch für ihn? Also wir haben es ja schon öfters darüber unterhalten. Ich reduziere meinen zentralen Stürmer in unserem System nicht auf geschossene Tore. Marcel betreibt enormen Laufaufwand für die Mannschaft, ist im Pressingverhalten wichtig, weil er viele Balleroberungen hat. Hat Kopfballqualität in der Defensive. Ihm würde es gut tun, aber auch vorher schon und auch nach dem Tor jetzt hat der Marcel bei mir einen sehr hohen Stellenwert. Es war schlussendlich Ihr erster Sieg in der zweiten Liga. Wie ist das Gefühl? Ja, ist also nicht so viel anders als wie ein Sieg in der Oberliga. Also natürlich ist das Interesse ja hier viel, viel größer, ist ja auch klar, aber nochmal, also auch da geht es um 3 Punkte, genauso wie hier. Und ja, ist schon natürlich ein gutes Gefühl zu gewinnen, auch aufgrund der ersten beiden Spiele, wo wir viel Aufwand betrieben haben und ja leider nur einen Punkt geholt haben. Deswegen ja, ist es einfach gut. Aber ich freue mich einfach für die Mannschaft auch, dass wir reden hier immer vom Belohnen. Spricht ja jeder Trainer mittlerweile von und das hat sie dann auch getan heute. Ja? Und wenn das Spiel nachher noch sogar 2-3-0 ausgeht, dann wäre es fast noch besser gewesen. Ja. Und nochmal der Kiel Riedel von der Freien Presse. Herr Götz, Sie haben sich letztlich entschlossen, Taku Ishihara von Beginn an zu bringen. 2-3 Sätze zu seiner Leistung, und würden Sie die Entscheidung, ihn von Anfang an zu bringen, wieder so treffen? Ja, würde ich. Weil der Spieler wird uns definitiv verstärken. Er hat gezeigt, dass er in vielen Situationen wirklich auch ein guter Fußballer ist. Aber wir brauchen nicht drüber reden. Er hat sicherlich auch seine Anpassungsprobleme gehabt, indem er 1-2 Situationen ausgelöst hat, die konnte für uns bedeutet haben. Aber er ist in der Lernphase. Er muss sich an die zweite Liga so schnell wie möglich gewöhnen. Und das macht er nicht auf der Bank oder auf der Tribüne. Und gibt es weitere Fragen? Ja, Michael Gassner von sporthalschwaben.de. Frage an Stefan Rutenbeck. Ja, es waren ja einige Chancen, die nicht reingegangen sind. Ist es einfach Dinge, die der Mannschaft noch fehlen, oder war es einfach nur Unglück? Und eine zweite Frage gleich hinterher. Kommt noch jemand, habt ihr jemanden in Aussicht vielleicht noch, der nach vorne reinkommt als Neuzugang bis zum Ende der Transferfrist? Um Frage 1 zu beantworten, ist mir scheißegal, wie viele Chancen wir brauchen. Wenn wir Spiele 1-0 gewinnen, wie heute, und die Mannschaft immer wieder sich die Möglichkeiten erspielt, und wir belohnen uns dann halt, und dann ist es gut so. Und ich habe den Ansatz gehabt vom Spiel, wenn wir 30 Chancen brauchen, um ein Tor zu machen, dann werden wir versuchen, die 30 Chancen zu erarbeiten. Frage 2. Ich glaube einfach, dass noch jemand kommen sollte. Da sind wir auch dran am Arbeiten. Wir haben heute festgestellt, Valentini ist ausgefallen. Wir haben dann einfach nach vorne hin für diese 3 Positionen vielleicht einen zu wenig. Fabi Weiß im Moment macht enorme Fortschritte und ist auch mit dabei in der Verlosung.
Aber einer würde uns noch ganz gut tun, aber da sind Markus Schupp und ich dann auch kräftig dran am Arbeiten, dass da vielleicht noch jemand kommt. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann ziehen wir es nicht länger hinaus. Der VfR nächsten Sonntag noch ein Stück weiter ostwärts bei Energie Cottbus. Wir beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag. Dazu beiden Mannschaften viel Erfolg und Ihnen allen eine gute Heimreise. Glück auf und Dankeschön.